Hallöchen, ihr Lieben. Heute habe ich euch das ultimativ einfachste und schnellste Kuchenrezept mitgebracht, das ich kenne. Wirklich, ich kann mir kaum vorstellen, dass man einen Kuchen noch schneller backen kann. Und zwar machen wir einen Schokogrießkuchen, für den wir nicht einmal Eier benötigen. Heißt also, dass ihr das Rezept auch ganz einfach vegan zubereiten könnt. Jetzt gibt's aber zunächst einmal die Zutaten für euch und los geht's. Wir benötigen 200 Gramm Weichweizengrieß, 250 Gramm gemahlene Nüsse. Ich habe zum Beispiel Haselnüsse genommen, aber ihr könnt auch Mandeln oder sowas nehmen. Dann brauchen wir 230 Gramm Zucker, 20 Gramm Speisestärke, 30 Gramm Backkakao, 500 Milliliter Milch, 2 Teelöffel Backpulver und wenn ihr mögt, gerne auch noch etwas Orangenabrieb, was aber kein Muss ist. Zuerst füllen wir alle trockenen Zutaten in eine große Rührschüssel, also eigentlich alles außer der Milch und dem Orangenabrieb. Das Ganze verrühren wir jetzt gut miteinander, damit sich die Zutaten schön vermengen können. Und dann heizen wir zunächst den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vor. Währenddessen können wir uns auch schon eine Backform vorbereiten und da könnt ihr jetzt zum Beispiel eine Gugelhupfform nehmen, so wie ich, oder auch eine Kasten- oder Springform, das ist wirklich vollkommen egal. Und die Form fetten wir uns dann zunächst mit Butter oder für die vegane Variante mit Margarine ein. Danach streuen wir uns nochmal etwas Grieß aus und klopfen diesen an alle Stellen in unserer Form. Sobald der Ofen vorgeheizt ist, machen wir den Teig fertig und da fehlt jetzt auch eigentlich nur noch der Orangenabrieb und die Milch. Ich habe jetzt übrigens normale Kuhmilch verwendet, aber das könnt ihr auch super durch pflanzliche Milch ersetzen, wenn ihr den Kuchen vegan backen möchtet. Das Ganze können wir jetzt auch ganz ohne Mixer mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen verrühren, bis wir keine Klümpchen mehr drin haben und damit ist der Teig auch schon fertig. Und ihr seht, die Konsistenz ist jetzt noch super flüssig, aber nach ungefähr 40 Minuten im Backofen wird der Kuchen auch schön fest. Also ab in den Ofen damit, am besten auf die unterste Schiene, 175 Grad und dann wie gesagt 40 Minuten später sollte der Kuchen fertig sein. Jetzt müssen wir den Kuchen nur einmal auskühlen lassen, weil er noch ziemlich weich ist und dann schneller kaputt gehen kann und erst danach stürzen wir die Form auf einen Kuchenteller oder auf ein Kuchengitter. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euren Kuchen noch mit Puderzucker oder mit Kuchenglasur dekorieren und dann darf endlich genascht werden. Und auch wenn die Zubereitung so super duper einfach ist, der Kuchen schmeckt einfach richtig lecker, schön saftig, fluffig, kann ich euch wirklich sehr empfehlen, den einmal auszuprobieren und euer Feedback könnt ihr mir dann auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns das nächste Mal mit einem neuen Rezept wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.